Hallo meine Kreativhörchen, schön, dass ihr da seid. Wir werden heute gemeinsam das Christmas Decoration, also Make Your Own Window, Wooden Christmas Decoration, das Bakery Haus bauen. Ich möchte mal schauen, wie ist es so aufgebaut, wie lässt es sich zusammenstecken, brauche ich Holzleim, also brauche ich Kleber, brauche ich keinen Kleber und wie viel Spaß macht es. Also würde ich sagen, schauen wir mal zusammen rein. Sodler. Na komm raus, du Haus. Das war's. Das ist einmal dieses. Dieses. Und wo ist mein? Ah, da ist es ja. Hier. Das ist die Sternfolie. Ich bin gespannt. Und es ist keine Anleitung vorhanden. Das heißt, gehen wir mal davon aus, es ist super, super intuitiv. Und super, super einfach. Hoffen wir es mal. Als erstes mache ich mal die Teile ab und berichte danach, wie es war. Ich habe alles rausgetrennt und wie bestimmt schon aufgefallen ist, es war teilweise sehr, sehr fummelig und ich hatte zwischenzeitlich wirklich, wirklich Angst, dass mir gerade diese filigranen Teilchen, diese langen Teilchen durchbrechen. Und ansonsten, ja, mit einem Skalpell geht es besser, aber nur bedingt. Also das ist jetzt nicht der Heilsbringer schlechthin, sondern es geht einfach nur etwas besser. Und man muss auch aufpassen, wie man damit umgeht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin etwas verwirrt. Ich habe mir zwar Kleber rausgelegt, hatte jedoch gehofft, dass ich keinen benötige. Weil bei den letzten Dingen brauchte ich auch keinen Kleber. Wir erinnern uns an das kleine Häuschen. Ja, das kleine Häuschen war für Kinder. Ich weiß. Aber auch da brauchte ich keine. Und bei der Musikbox, wenn ich richtig bin, die es vor einiger Zeit gab, brauchte ich auch keins. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin noch nicht sicher, wie ich das jetzt finden soll. Ich bin mir aber auch noch nicht sicher, wie das jetzt werden soll, da ich keinerlei Anleitung habe. Das ist, schauen wir mal, ob es selbsterklärend ist und wie wir das hinbekommen. Oder wie ich es hinbekomme. Fangen wir mal an. Also das ist raus. Und dann hier hinten die Folie anbringen. Stickfolie selbstklebend. Das wäre mega, mega cool.
Nö. Also egal, wie lange ich jetzt dran rumfummel. Es fühlt sich zwar so an, aber nö. Schade. Die Folie ist nicht selbstklebend, das heißt, wir müssen sie jetzt aufbringen. Ich nehme dafür den Bastelkleber von Ideen mit Herz. Er ist zwar für Papier und Pappe, aber ich werde es trotzdem versuchen. Vielleicht habe ich ja Glück und es funktioniert, weil, seien wir ehrlich, Holzleim daheim zu haben, ist immer so eine Glückssache. Und ich habe meinen jetzt irgendwo verlegt. Huch! Okay, das war jetzt nicht so geplant. Dass keine Anleitung dabei ist, muss ich ganz ehrlich sagen, überrascht mich etwas. Ehrlich gesagt, schockiert es mich etwas. Weil ja, das Ganze ist selbsterklärend und so, aber ist es wirklich so selbsterklärend, wie man hofft, denkt? So, gehen wir mal davon aus. Da muss was drauf und da muss was rein. Da der Kleber ja so gut zu dosieren ist, probiere ich es mal so. Also ich versuche jetzt den Kleber vorsichtig hier aufzubringen. Nicht zu viel. Und er wandert theoretisch ins Fenster. Praktisch passt er nicht rein, weil er Nupsi ist. Na komm, geh ab. Okay. Nächstes Mal Nupsi direkt abschneiden. Schauen wir mal, wie durchsichtig das durchsichtige. Also der durchsichtige Kleber wirklich trocknet. Ich bin mal gespannt.
habe jetzt alles soweit zusammengeklebt, bis auf, ich komme mir gerade vor, wie bei Ikea, muss ich ganz ehrlich gestehen, hier habe ich zu viel Kleber aufgetragen. Also weniger Kleber ist mehr. Ganz ehrlich, ich komme mir vor wie bei Ikea, denn ich habe keine Ahnung, wo das hin soll. Hätte ich mir das früher angeguckt, beziehungsweise ausgiebiger, wäre mir jetzt dieser Fehler nicht passiert. Und ich hätte auch das nicht doppelt, weil ich muss ganz ehrlich einfach gestehen, ich habe nicht geschnallt, dass das unten drunter gehört. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Das heißt, also nicht nur das habe ich, sondern auch das hier. Es kommt eigentlich hier zwischen. Und dann kommt das noch oben drauf. Und ja, das war mir nicht ganz so klar. Muss ich ganz ehrlich sagen. Was ich jetzt noch tun könnte, wäre es hier zwischen zu kleben als, ja, sozusagen als Schirmchen oder so. Aber ich weiß nicht, ob ich das unbedingt will und ich finde es auch nicht wirklich toll. Weiß nicht. Was sagt ihr dazu? Gerne mal eure, also nicht hierzu, sondern hierzu, gerne die Kommentare, eure Meinung mal in die Kommentare. Grundsätzlich. Oh Gott, nein! Ich habe den Armkäfer erwischt. Komm her, geh mal runter. Das ist ein sehr, 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 sehr gefährliches Pflaster und die Bäckerei hat auch noch nicht eröffnet. Ich finde es ja süß, dass der erste Kunde schon da steht, aber noch ist sie zu. Und ich habe überall die Holzfussel und durch den Kleber kleben die auch überall dran. Also, wie eben schon mal erwähnt, ich fühle mich ehrlich gesagt stark wie bei Ikea. Muss ich ehrlich sagen. Denn ich habe noch Teile übrig. Bei dem hier oder dem hier weiß ich, wo es hingehört. Das war meine Dusseligkeit. Beziehungsweise ich war einfach überschnell. Also übereilig. Dann habe ich aber auch noch das hier und dieses hier. Bei dem ich, also bei dem hier könnte ich mir sagen, okay. Ah, wenn man es umdreht, sieht man, es soll die Tür sein. Okay, das hat sich erledigt. Dann brauche ich das nicht mehr. Okay, das klebe ich schnell noch fest. So, also bei diesen Sets gilt eindeutig Augen auf im Häuschenbau. Da merkt man einfach ganz oft beim Basteln, bin ich mit den Gedanken woanders. Und bei diesem Häuschen muss man echt aufpassen, was wohin kommt und was man wann wohin klebt. Und du gehörst oben drauf, gehörst oben drauf. Macht das überhaupt einen Sinn, dass du oben drauf kommst? Oh Mann. Komm, geh ab. Bitte geh nicht kaputt, geh nur ab. Also ihr merkt, es bricht schnell. Chaos will ich jetzt nicht sagen, aber man muss schnell wieder Dinge abmachen, wenn man sich da verklebt hat. Oder wenn man auf manche Dinge nicht geachtet hat. Okay, das kommt hier hin. Warum kommt das dann nicht dazwischen? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Ich hatte doch gar nichts anderes. Und das passte doch, das kam doch auch hier raus. Nee, kam nicht hier raus.
Ich weiß nicht, ob man meine Verwirrung verstehen kann, aber ich glaube, selbst die Verwirrung ist gerade verwirrt, wie ungefähr es passen soll. So, das ist abschließend damit. Das sollte abschließend eigentlich. Okay, die war da drin. Dann war die Tür da. Und wenn die einfach nur so draufgesteckt wird, beziehungsweise so halb eingelassen, ja, funktioniert nicht. Ich weiß nicht. Also das ist jetzt bis jetzt das Ergebnis. Wie gesagt, die drei weiß ich, wo ich sie vergessen habe. Das ist kein Ding. Das gleiche Problem habe ich mit dem hier. Das müsste eigentlich hier drauf. Aber hierdurch, naja. So eine kleine Anleitung wäre schön. Und hätte mir, ehrlich gesagt, sehr, sehr viel Stress erspart. Weil, wie gesagt, ich habe überhaupt keinen blassen Schimmer, wie man das Ganze zusammenbaut. Ich hoffe, das hält durch Stecken. Der Türrahmen hält natürlich nicht. Das muss man sich vorher gut angucken, bevor man den gleichen Fehler macht, wie ich es getan habe. Beziehungsweise einfach lustig drauf los und darüber nachdenken, was man machen kann und welche Videos man noch vielleicht hochladen möchte. Und ach, worüber ich eben alles so nachgedacht habe. Halt, kennt das bestimmt. Basteln ist ja auch zum Abschalten da, seien wir ehrlich. Und dann schweifen schon mal die Gedanken ab, zumindest bei mir. Ich weiß nicht, ist es bei euch auch so? Schreibt es mir doch mal gerne in die Kommentare. Das interessiert mich echt ungemein, wie das bei euch so ist. Ob ihr da hundertprozentig aufs Basteln fokussiert seid oder auch eher so, ja, die Gedanken schweifen ab. Wie das bei euch halt so ist. Ihr wisst ja, ich lese eure Kommentare unglaublich gerne und reagiere auch. Manchmal dauert es nur etwas. Aber ich tue es. So, bauen wir mal das Häuschen weiter. Na komm. Bisschen anheben. Das kann doch jetzt nicht sein, dass es um Millimeter verschoben ist. Okay, probieren wir es mal anders. Nehmen wir mal die Seitenteile raus. Und das kann man reinstecken. Und was hängt da dazwischen? Ich baue es wieder auseinander. Das war jetzt eigentlich nicht der Sinn der Übung. So, Dachstück Nummer 1. Dachstück Nummer 2. Probieren wir es mal umliegen. Dann das, die Häuserfront. Und man sollte vielleicht die Trocknungszeit mit einberechnen. Ehrlich gesagt war ich etwas überrascht, dass man es überhaupt kleben muss. Und dadurch habe ich die Trocknungszeit halt gar nicht mit einberechnet. Und ja. Nehmen wir es mal als Ausrede für das Chaos. Vielleicht hilft das ja. So, Seite 1, Seite 2. Wenn man es nicht festklebt, kann man die Seiten super aufmachen und kann auch noch Licht reinlassen. Oder man steckt hier hinten Licht ran. Also, das kann man ja sowieso.
wenn man von innen an diese Häkchen das Kabel dran steckt, so ein bisschen drüber, dann hält es da, wo es halten soll. Also, that's it. Ich muss ehrlich gestehen, ja, das hier hätte ich noch dran kleben können. Das gehörte dann so. Und das würde dann so gehören. Aber ich finde es schon mega, mega süß. Huch. Ich finde es super süß. Muss ich schon ganz ehrlich gestehen. Also die Bauweise ist nicht ganz schlüssig. Hier oben ist zum Beispiel ein riesengroßer Spalt. Hier ist der Spalt kleiner. Hier ist gar kein Spalt, aber dafür ist das Dach schief. Das merkt man schon. Also zu perfektionistisch darf man nicht hingucken. Was ich schade finde, ist, im Endeffekt müsste man sich halt an dem Bild festhangeln. Naja, habe ich jetzt nicht gemacht. Ich war eher so im Franzi bastelt jetzt mal. Aber ansonsten finde ich es wirklich, wirklich süß. Und es war gar nicht so schwer. Mein Resümee damit dafür. Es ist süß. Ich finde es schade, dass wir Kleber brauchen. Aber das Ganze kriegt dadurch nochmal eine andere Varietät. Weil wir haben, also neue Variablen, wir haben die Möglichkeit, die Gebäckstücke neu zu sortieren. Klar, schade, dass nur hier die dass nur hier Dings sind. Ach, wie heißen sie? Gardinen. Und hier im Prinzip, ich finde, das sieht eher aus wie von einem Burgverlies oder einem Turm. Und hinten ist ja gar nichts drauf. Finde ich schon irgendwie schade, aber cool. Also insgesamt finde ich es cool. Das war jetzt meine Dusseligkeit. Fürs nächste Mal weiß ich es. Ihr wisst es jetzt auch, dass ihr darauf achten müsst oder solltet. Nicht, dass euch das passiert, was mir passiert ist. Wir könnten das auch noch anmalen. Das würde ich aber empfehlen, dass man es davor anmalt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das echt nicht nur ein Haufen Arbeit, sondern auch ein Haufen Sauerei geben könnte, wenn man es mit den Aquamarker anmalt. Also das wäre halt so. Das müsste man wissen. Aber ansonsten finde ich es mega süß. Und wenn man so zwei, drei Dinge beachtet und bei zwei, drei Dingen auf ein Auge zudrücken kann, ist das ein echt süßes kleines Häuschen. Perfekt für Nikolaus. Also ich denke, das könnte sehr viel Spaß machen. Oder auch als Weihnachtsdorf, dass man mit der Familie das aufbaut, passt das auch echt super. Ja, das ist so mein Resümee. Was sagt ihr dazu? Findet ihr es süß oder eher doof? Hättet ihr erkannt anhand der Packung, ohne dass ihr es gewusst hättet, wie ihr es aufgebaut hättet, wie es aufbauen müsstet? Oder bitte sagt, dass ich nicht die Einzige bin, die sich damit schwer tut. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Ich lese die Kommentare, ich freue mich über die Kommentare. Ansonsten, falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Falls nicht, dann nicht. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, abonniert diesen Kanal. Glocke dann nicht vergessen, dann verpasst ihr auch kein neues Video. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bleibt kreativ und wir sehen uns.